5 Uhr morgens auf einer Autobahn nahe Moskau. Was gleich geschieht, könnte man als Beihilfe zur Selbstjustiz bezeichnen. Der Mann am Steuer ist ein Aktivist des Väterkomitees. Eine Art russischer Männerverein, der für das Sorgerecht von geschiedenen Vätern kämpft. An uns hat sich ein Vater gewandt. Sein Name ist Wladimir Wassiljew. Er ist unglücklich und hat uns sein Leid geklagt. Seine Ex-Frau ließe ihn nicht mit seiner Tochter sprechen. Das verletzt doch die Kinderrechte. Er ist vor Gericht gegangen und es wurde beschlossen, dass er das Kind sehen darf. Trotzdem hält sich seine Ex nicht an den Gerichtsbeschluss. Für das selbsternannte Einsatzkommando Grund genug, um heute hart durchzugreifen. Angeführt von Georgi Alpatow soll das 4-köpfige Team dem betroffenen Vater zu seinem angeblichen Recht verhelfen. Unter dem Deckmantel der journalistischen Berichterstattung wollen sie dem Kind heute einen Besuch abstatten. Das TV-Team ist dabei genauso unecht wie die guten Absichten. Auftraggeber der Aktion ist Wladimir Wassiljew, der Vater des Mädchens. Er hofft, dass sich seine Tochter in der Wohnung der ehemaligen Schwiegermutter befindet. Ich habe meine Tochter über ein Jahr nicht mehr gesehen. Sehen Sie hier, das sind die Fotos von unserem letzten Treffen. Hier, das ist das wichtigste Bild. Die Hand der Mutter zieht das Kind von mir weg. Eine sehr symbolische Geste. Da sieht man auch deutlich, wie das Mädchen sich nach mir sehnt. Um 9:30 machen sich Aktivist Alpatow und die Rechtsanwältin des Vaters schließlich auf den Weg in die 6. Etage. Ohne das Kind gesehen zu haben, wollen sie das Haus nicht wieder verlassen. Der Wille der Mutter spielt keine Rolle. Unter dem Titel Sama Abarona, zu Deutsch Selbstverteidigung, betreibt Georgi Alpatow seine eigene Internetseite. Früher war er Polizist. Heute prahlt der scheinbare Kinderrechtler mit Entführungsvideos. In diesem Film wird ein Junge vor laufender Kamera aus einem Kindergarten in Wolgograd geholt. Der Junge ist 4 Jahre alt und heißt Daniil Malkov. Umringt von Alpatows Leuten, trägt ihn sein Vater nach draußen. Die Aktion dauert nur wenige Sekunden und hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun. Kidnapping scheint angesichts solcher Bilder der passendere Begriff. Selbst die anwesende Kindergärtnerin kann die Kommandoaktion nicht verhindern. Nehmen Sie dieses Papier. Das ist die Erklärung des Vaters. Nehmen Sie sofort die Erklärung des Vaters. Georgi Alpatow war bereits mehrfach verheiratet. Irgendwann hat er seine schlechten Erfahrungen offenbar zum Beruf gemacht und sich selbst zum Rächer für geschiedene Väter. Immer mit dabei sein angeblicher Presseausweis. Wir sind zufrieden, dass unsere Arbeit den Menschen hilft, ihre Rechte zu verteidigen und die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich zu ziehen. Wir sind glücklich, dass wir dadurch die Rechte der Kinder stärken. Ihre Rechte werden in Russland oft verletzt. Es gibt großen Verbesserungsbedarf. Dementsprechend haben wir viele Aufträge. Wie solche Aufträge aussehen, zeigt dieses Video. Willst du in den Knast oder was? Man darf hier nicht so einfach reinkommen. Dafür braucht ihr eine Genehmigung. Was habt ihr überhaupt vor? Was soll das? Ich lasse euch nicht rein. Doch aller Widerstand ist zwecklos. Alpatow betritt den Kindergarten auch ohne Erlaubnis. Ihm reicht der Auftrag seines Klienten, einem Ingenieur, der seinen Sohn wiederhaben will. Wo ist sein Kind im Moment? Wo befindet sich der Junge? Im Schlafraum drüben. Nun, wir sind daran interessiert, mit Ihrer Chefin zu sprechen. Ich rufe Sie gleich an, warten Sie. Die Ablenkungsstrategie geht auf. Guten Tag, sprechen Sie bitte mit meinem Chef wegen einer Personalienbestätigung. Während die Erzieherin telefoniert, hat der Vater seinen Sohn Artyom bereits geholt. Jetzt geht alles ganz schnell. Alpatow schnappt sich sein Handy und verlässt die Kindertagesstätte samt Beute. In diesem Fall ein 3-jähriges Scheidungskind. Als die Mutter des Jungen Stunden später mit der Polizei vor der Wohnung des Vaters auftaucht, versperrt der vermeintliche Aktivist den Zugang. Gehen Sie zur Seite, weg von mir. Gehen Sie so weit weg wie möglich. Ich will mit Ihnen nicht reden. Sie sind doch auf mich zugekommen und nicht umgekehrt. Ich rede mit dem Polizisten. Weg hier. Wer hat Sie eigentlich auf die Welt losgelassen? Alpatow behält auch diesmal die Lufthoheit. Selbst der Beamte tut, was der Ex-Polizist verlangt. Ich wiederhole noch einmal, diese fremde Person muss weg. Die Frau wird ihren Sohn nicht wiederbekommen. Nicht an diesem Tag.
und auch nicht anderthalb Jahre später. Bis heute lebt der kleine Artjom bei seinem Vater. Und das, obwohl das Gericht der Mutter das alleinige Sorgerecht zugesprochen hat. Wann hast du deine Mutter zuletzt gesehen? Schon lange her. Was heißt das? Das heißt... Für einen 4,5-Jährigen sind anderthalb Jahre eine lange Zeit. Sein Vater erinnert sich dagegen gerne an die spektakuläre Entführungsaktion des Väterkomitees. Vor allem, weil er durch den Einsatztrupp viel Geld gespart hat. Im Vergleich zu den üblichen Honoraren gieriger Juristen und Rechtsanwälte, die einen unbedarften Vater bei allen Gerichtsverhandlungen begleiten und dementsprechend horrende Summen kassieren, kosten die Dienstleistungen von Georgi Alpatow nicht besonders viel. Man kann es mit einer einmaligen Beratung eines normalen Moskauer Rechtsanwaltes vergleichen. Für Alpatow endet der Tag mit einer Niederlage. Sein Kunde hat heute nicht ganz das bekommen, was er wollte. Man hat meine Tochter am Nacken gepackt und weggezerrt. Sie wollte zu mir, aber man hat sie weggezerrt und zurück in die Wohnung geschubst. Wir verstehen die Empörung des Vaters, wir verstehen sein Leid. Am Nacken gepackt, mein Kind. Dem Kind wurde Gewalt angetan, erzählen Sie bitte etwas ausführlicher. Meine Daschenka wollte raus aus der Wohnung und man hat sie wie einen Sack weggezerrt. Wer war das? Ich habe nur eine Hand gesehen. Das war entweder die Großmutter oder die Urgroßmutter. Ich habe es nicht wirklich erkannt. Für Mutter und Anwältin endet der Tag dagegen mit einem Sieg. Das Kind bleibt in der Wohnung. Eine Entführung hat es heute nicht gegeben. Ernüchterung auf der gegnerischen Seite. Wladimir Wassiljew ist trotz des engagierten Rollkommandos unzufrieden. Wie viel ihn der Einsatz gekostet hat, will er nicht sagen. Wovon reden Sie eigentlich? Diese schwachsinnige Frage werde ich hier nicht diskutieren. Hat sie vielleicht meine Ex-Frau geschickt? Das ist unglaublich. Eine unsinnige Vermutung. Auf der Internetseite von Alpatow sind die Kosten übrigens angegeben. Die Begleitung durch zwei Teams plus Spesen kostet umgerechnet etwa 1.000 Euro. Herr Wassiljew hat den nächsten Einschüchterungsbesuch bei seiner Ex-Frau schon gebucht. Musik